einen wunderschönen guten Tag und liebe Grüße aus dem überraschend sonnigen Hamburg. Heute essen wir was beim Mörderburger von Bones MC. Was für ein wunderschönes Gebäude in einer wunderschönen Gegend. Und die Bras und Bres haben sich sogar ja massiv verewigt. Da ich jetzt weit über eine halbe Stunde auf das Essen gewartet habe, muss ich mich jetzt übelst beeilen, zum Hauptbahnhof zu kommen. Mann, Alter! Sonst verpasse ich meinen Zug nach Hause und der nächste mit der ordentlichen Verbindung kommt das in 2 Stunden. Ich krieg wirklich eine Vollmeise, Alter. Feinstes Leergut in der U-Bahn. Sieht auf jeden Fall so aus, als würde ich es noch schaffen, weil die Bahn jetzt direkt kommt. Meine Güte, mein Zug kommt übrigens in exakt 21 Minuten. Auf jeden Fall ein absoluter Traum, das auf diese Art und Weise zu verspeisen. Okay, das war auf jeden Fall knapp, aber ich hab'n. Alter, Gott verdammt nochmal. Mein Herz. Bin ich endlich zurück in Berlin. Hol ich mir erst was zu trinken und dann gibt's Feedback. Alter, diese Gottesunternehmen. Ja, wahrscheinlich, genau. In diesem Sinne, schönen guten Uludag. So, wie hat's mir jetzt beim Mörderburger geschmeckt und gefallen? Also, erstmal, eigentlich wollte ich sogar einen Zug eher nehmen, also 2 Stunden eher. Aber dann habe ich erst herausgefunden, dass der Laden am Samstag erst 15 Uhr öffnet. In der Woche ist er schon ab 12 Uhr offen. Ja, deswegen habe ich im Prinzip eigentlich sogar meinen Zug ausfallen lassen dafür. Naja, wie auch immer. Hat sich's gelohnt? Ich habe genau 37 Minuten gewartet auf mein Essen. 37 Minuten. Das war echt hart und ihr habt ja auch gesehen, was deswegen los war. Und ich finde, das ist auf jeden Fall viel zu viel. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Könnt ihr euch ja mal die Bewertung online durchlesen. Naja. Also wenn ihr da was essen wollt unbedingt, dann macht das werktags am besten, nicht Freitag, Samstag, Sonntag. Nee, Alter, einfach nee. Ich habe übrigens für den Chicken Burger, der ja eigentlich nur Chicken sein sollte, aber ich habe scheinbar genuschelt oder die verstehen kein Sächsisch, was auch immer. Ich nehme den Fehler jetzt mal auf mich. Ich vermute es mal, dass die mich einfach nicht richtig verstanden haben. Ich wollte eigentlich nur Chicken, weil ich mag das nicht auf dem Burger. Ich habe auch mehr oder weniger nur das Huhn gegessen und das war sehr lecker. Also ich muss sagen, das Huhn war phänomenal, in jeder Hinsicht, keine Frage. Ja, plus den Bones Smash Burger plus die Pommes mit einem Dip. Was habe ich dafür bezahlt? Was schätzt ihr? 20 Euro? 23 Euro? 27 Euro? Nee, 31,40 Euro. 31,40 € und ich hatte kein Getränk dabei. Für 2 Burger und eine Pommes. Und das ist kein Restaurant. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe gern mal Geld für Essen aus und auch gern mal viel Geld für Essen aus. Alter, die Gangstalker verfolgen mich überall. Aber 31,40 € ist schon sehr viel. Mit dieser heftigen Wartezeit, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so lange auf Essen gewartet habe, was jetzt nicht irgendwie eine lange Zubereitungszeit hat oder sonst wie krass ist. Machen wir mal weiter. Die Pommes waren auf jeden Fall sehr schmackhaft. Das waren richtig gute Pommes, die ich leider relativ lauwarm essen musste. Ihr kennt ja die Geschichte. Der Tipp war, boah, der war extrem geil. Das war, glaube ich, die Chili Mayo, die ich genommen habe. Ja, dann der Smash Burger von Bones, der hat mich am meisten enttäuscht, muss ich sagen. Also das Brötchen war nie so meins. Der Burger an sich, also in der Top 10 aller Burger, die ich bisher gegessen habe, ist er nicht mal annähernd drin. Und ich bin schon enttäuscht. Ich sag's ungern, weil ich so gehypt war drauf, aber ich bin enttäuscht. Also der klassische Burger, den fand ich nicht geil.
Also ein Burger zum Beispiel von Peter Payne, viel besser. Meine Lieblingsburger momentan sind in Dresden im Playoff, das ist so ein amerikanisches Restaurant in der Altmarktgalerie. Ich habe Mittwoch immer so eine Aktion, da kosten die nur 50%. Da esse ich immer zwei, bezahle kaum was und das sind, boah, mega geile Dinger. Und auch sonst in jedem Restaurant kriegst du ja für 13, 14, 15, 16 Euro maximal einen richtig guten Burger. Und der Bones Burger für 12,90 waren es, glaube ich. Also mir hat er wirklich nicht geschmeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im Fazit war der Aufenthalt bei Murder Burgers, naja, absolut nicht lohnenswert. Man muss echt sehr lange warten, außer man ist zu Zeiten da, wo kein Mensch da ist. Wann das ist, weiß ich nicht, aber ich schätze mal halt nicht am Wochenende. Ich habe es eben nur Samstag geschafft. Die Preise sind sehr hoch, also wenn man richtig satt werden will und großen Hunger hat, Alter, nee, da kann ich in ein richtiges Restaurant gehen. Alter, ohne Scheiß, nee, sorry. Und viel Platz war dort auch nicht, so gemütlich war es nicht. Das war eigentlich fast komplett voll mit Leuten, die auf ihr Essen gewartet haben. Ist nett eingerichtet, so mit diesen Awards und guter Musik. Leute sind freundlich, aber naja, Erwartungen leider nicht erfüllt, ganz im Gegenteil. Naja, egal. Wenn ihr selber mal probieren wollt, lasst es euch schmecken, aber bringt auf jeden Fall Zeit mit und Geld. Danke fürs Anschauen, euer Max Uludaberg.